Gewerbegebiet Frankenheim-Lindauendorf zeigt sich das, was wir wollen und wofür Markranstädt auch steht, nämlich eine Stadt, die einen gesunden Branchenmix hat. Die größten Vorzüge, die wir von Autolack Petzold hier im Gewerbegebiet genießen können, sind natürlich die Verkehrsanbindungen, insbesondere natürlich ans Geuditzer Kreuz mit den Autobahnen A9 und A14. Dadurch haben wir immer wieder die Chance, Kunden von uns zu überzeugen. Wir haben hier Platz, wir haben ja auch manchmal eine Lärmbelästigung, wenn wir LKWs, wenn die eben die großen Motoren laufen. Wir stören hier niemanden. Die Anlage im Gewerbegebiet, die sieht gut und gepflegt aus. Wir haben Grün. So kann man hier die Jahreszeiten wenigstens auch noch auf Arbeit schön wahrnehmen. Ein Vorteil ist in diesem Gewerbegebiet, dass es ein Mischgewerbegebiet ist. Und da legen wir sehr viel Wert drauf, das klassische Handwerk neben dem Hochtechnologie- oder auch Ingenieurbereich ansiedeln. Gut, die Zusammenarbeit in dem Gewerbegebiet ist eigentlich recht eng mit dem Bauamt. Also die Verbindungen sind da sehr gut da. Das ist eine faire Partnerschaft, die wir uns hier aufgebaut haben. Frankenheim, der ideale Standort überhaupt. Wo der Mittelstand eben seine Bodenständigkeit auch erhalten kann, wo er gut aufgenommen wird, wo er sich entfalten kann. Frankenheim, Treffpunkt für Handel, Dienstleistungen, Handwerk. Standort für erfolgreiche Entwicklung und wirtschaftliches Wachstum. Westlich vor den Toren der Handelsstadt Leipzig. Entstanden vor 25 Jahren, in einer Zeit des Aufbruchs und neuer Möglichkeiten. '89, '90, '91, die ganze Volkswirtschaft der DDR brach ja fast zusammen. Man hatte überlegt, was kann man machen, wie geht es weiter? Der Grundgedanke war, oder die Idee war, wir wollen hier was verändern. Die Jugend, die wanderte ab. Landwirtschaft, die ging dem Ende entgegen. Und da haben wir gesagt, das ist gut. Und wir können uns nur auf die landwirtschaftlichen Flächen stützen. Und da denke ich schon, dass wir da ganz guten Griff gemacht haben. Ich habe mich dann hingesetzt, habe mal im Fahrplan zusammengeschrieben, Gewerbegebiet, produzierendes Handwerk, Arbeitsplätze schaffen. Das war natürlich eine wahnsinnig gute Voraussetzung, dass wir also einen vorzeitigen Bebauungsplan gemacht haben und unter dem Aspekt produzierendes Gewerbe oder Dienstleistung mit überragendem produzierenden Anteil anzusiedeln. Und damit war natürlich grünes Licht, was zu machen. Und der erste Bebauungsplan, Gewerbegebiet Frankenheim, wie man es hier jetzt stehen sieht, in der ersten Ausbaustufe von 22 Hektar wurde im November 91 genehmigt. Und im März 92 haben wir Spatenstich gemacht. Ich wünsche den Unternehmen alles Gute, dass ihre Produktionsgebäude wie Pilze aus der Erde schießen, sichere Arbeitsplätze bringen, ziehen, die der Gemeinde schnell Fuß fassen. Ziel war ja natürlich, produzierendes Gewerbe anzusiedeln, insbesondere aus der Region, und auch preiswerte Grundstücke anzubieten. Und die ersten Grundstücke wurden 93 übergeben. Und wir stehen hier gegenüber von Stowe. Das war ja mit einer der ersten Firmen, die hier sich angesiedelt hat. Ich meine, wir haben in dem Zusammenhang das Gewerbegebiet unmittelbar an die Ortslage gebracht, also in entsprechenden Abstand. Und dabei auch mit die ganze Infrastruktur vom Ort komplett neu gemacht. Sie müssen sich vorstellen, die beiden Ortslagen Frankenheim, Lindenauendorf, typische Straßendörfer, landwirtschaftlich geprägt, über Jahrhunderte weg. Die Straße, die im Ort war, die war so alt wie Napoleon und älter. Man konnte dann mit dem Auto nur langsam fahren. Also Kopfsteinpflaster, das ist schon noch 500 Jahre gehalten, aber es war nicht mehr der Stil der Zeit. Die Infrastruktur, die technische Ausrüstung, Energieversorgung, Straßenbeleuchtung, all die Dinge waren ja zum Teil sehr marode. Und das waren eigentlich so die Überlegungen, dass man das damit machen könnte. Man hat sich ganz einfach der Aufgabe gestellt und hat es gemacht. Thank you.
Heute sind es 20 Unternehmen, die den Vorteil des Gewerbeparks erkannt haben und für ihre wirtschaftlichen Prozesse nutzen. Transporter, LKW, Service- und Lieferfahrzeuge. Die Lage des Gewerbeparks trägt bei den ansässigen Firmen maßgeblich zum Erfolg mit bei. Frankenheim, damals noch mit eigener Postleitzahl, aber schon mit der Telefonnummer der Stadt Leipzig. Autolack Petzold GmbH, mittelständisches Familienunternehmen in Frankenheim seit 1994. Insbesondere natürlich ans Geudezer Kreuz mit den Autobahnen A9 und A14, die ja praktisch das Zentrum unseres Handelns als Dienstleister, Logistikdienstleister darstellen. Denn wir haben einen Kundenstamm, der ungefähr 100 Kilometer rund um das Geudezer Kreuz sich ansiedelt und können jeden Kunden eigentlich jeden Tag beliefern. Und ich denke, das ist auch ein großer Vorteil von Autolack Petzold, dass wir sehr schnell unsere Kunden bedienen können. Am gleichen Tag bis 9 Uhr bestellt, bis zum Nachmittag geliefert. Das ist das, was die Kunden an uns schätzen. Ja, Autolack Petzold hat sich spezialisiert auf den Vertrieb und die Herstellung von Lacken, insbesondere für Fahrzeuge. Fahrzeuge jeder Art, vom Fahrrad angefangen bis hin zu den Schienenfahrzeugen, die wir seit langem betreuen. Große Projekte im Bereich Straßenbahnbau, Schienenfahrzeugbau, Eisenbahnbau. Also für Autolack Petzold war die Ansiedlung der großen Automobilkonzerne natürlich eine neue Chance, in dieser Branche noch weitere Kunden zu finden. Und auch die Automobilbranche kommt uns natürlich entgegen, denn an diesen wirklich großen, renommierten Firmen kann auch so ein Dienstleister wie Autolack Petzold wachsen. Denn die fordern Know-how, die fordern auch Prozesssicherheit und damit besteht natürlich auch für uns immer die Chance, dass wir uns professionalisieren, weiter professionalisieren, um deren Bedürfnisse wirklich gerecht zu werden. In Nachfolge meines Vaters und der Generation meines Vaters haben wir ja das komplette Personal einmal ersetzen müssen. Und das ist eigentlich die große Herausforderung für uns, dort immer geeignete Mitarbeiter zu finden, die A, motiviert, qualifiziert sind und eben auch ins Team passen. Denn wir sind ein kleines, aber feines Team hier bei Autolack Petzold. Familienunternehmen mit Tradition, Konzerne mit Niederlassungen weltweit, mittelständische Betriebe mit weitreichenden regionalen Wurzeln siedeln sich an in Frankenheim. Kutter GmbH und Co. KG, bundesweit agierendes Mittelstandsunternehmen, seit 2005 Niederlassung in Frankenheim. Unser Hauptaufgabengebiet ist ja speziell in der Sanierung von Straßen, Flughäfen, Tunnelbau. Also eigentlich die ganze Palette, was Sanierung ist, die im Asphalt- oder Betonbereich liegen. Ich hatte den Auftrag bekommen, dann hier in Leipzig eine Betriebsstätte aufzubauen und habe damit dann 1994 im Juli angefangen, am 1. Juli. Und habe dann die Betriebsstätte aufgebaut, zuerst in der Philipp-Reiß-Straße in Leipzig. Und haben dann nach 10 Jahren angefangen, uns zu orientieren. Das heißt, die Firma ist dort parallel gewachsen. Haben dann die Firma Bidulight übernommen. Ja, Bidulight war ja dann, als die Lafrenz-Gruppe pleite gegangen ist, als Bidulight entstanden. Und da wir zur Firma Kutter gehören und die auch ein neues Gelände gesucht haben, haben wir gesagt, wir bauen zusammen. Büro und Werkstätten und Hof. Und deswegen ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir uns hier in diesem Gewerbegebiet niedergelassen haben. Bidulight Leipzig GmbH, Tochterfirma des Familienunternehmens Kutter,
in Frankenheim tätig seit 2005. Wir ergänzen uns natürlich, weil Kutter zum Beispiel hat hier bei uns eine große Werkstatt, hat mehr Möglichkeiten als wir in unserer Werkstatt, sodass wir das mit nutzen für unsere Geräte, was wir nicht fremd reparieren wollen. Und das bringt schon Vorteile. Wir sind zentral Mitteldeutschland geworden für den Kutter. Das heißt also, wir haben jetzt mittlerweile in dem Bereich 100 Beschäftigte. Heutzutage sind wir vom Markt nicht mehr wegzudenken als Kutter, besonders auch als Kutter Leipzig, da wir ja hier auch Sonderkonstruktionen ausüben. Das heißt, mit einem freien Konstrukteur zusammen bauen wir Sondermaschinen. Maschinenpaletten von der kleinen Fräse, 35 cm geht das los. Also die wiegt ungefähr 3,5 Tonnen, das ist unsere kleinste, bis hoch zu 45 Tonnen Maschinengewicht. Und unsere Sonderbausachen, die also europaweit keiner kann, das ist die Firma Kutter der Einzige, speziell Kutter Leipzig, die diese Situation beherrschen. Dass wir da auf dem Markt, auf dem europäischen Markt, glaube ich, marktführend sind. Besondere Spezialgewerke, die wir machen, Turma Joint, das sind Fahrbahnübergänge für Brücken. Und da gibt es nur wenige Firmen in Deutschland, die dafür zugelassen sind. Dazu gehören wir als Bitolite. Und deswegen arbeiten wir für diese Sondergewerke deutschlandweit. Gut, wir haben natürlich einen guten Draht zur Stadt Markranstädt, sodass wir dort auch keine Probleme haben in Bezug auf Baugenehmigungen und Ähnliches. Das haben wir ja jetzt erst gemerkt. Wir bauen an unser Bürogebäude hier noch weiter an, weil wir noch mehr Platz brauchen. Und das ging eigentlich vollkommen ohne Probleme vonstatten, diese Baugenehmigungserteilung. Ich meine, es müssten hier noch ein paar Veränderungen gemacht werden an diesem Standort, dass die Zufahrtsbedingungen hier noch verbessert werden. Das fehlt ja noch, hier sollte ja noch eine Ortsumgehung kommen. Das ist, glaube ich, für alle wichtig, gerade wir mit unserer schweren Technik, wenn man rausfährt. Wir haben also eine Länge von ca. 20 Meter vom LKW und Tieflader, also mit Sondergenehmigung auch, dass wir leichter rausfahren können, dass wir da nicht so behindert werden. Was tatsächlich die vorhandene Straße angeht, dass wir es endlich schaffen werden, nachdem Schkeuditz doch relativ viel Druck gemacht hat, dass diese Anbindung in Richtung Landkreis Nordsachsen, dass wir das gemeinsam angehen können und dass diese Straße verbreitert wird. Da hoffe ich, dass wir den entsprechenden Spatenstich machen können und gemeinsam mit der Stadt Schkeuditz diese Straße ausbauen und anbinden können. Heute wie damals besteht die enge kooperative Zusammenarbeit mit der Stadt. Das gemeinsame Ziel, wirtschaftliche Erfolge produzieren, Arbeitsplätze schaffen, konstruktiv gemeinsam Probleme und damit neue Ideen in die Tat umsetzen. Der Dialog mit den Unternehmern ist uns ganz wichtig. Nicht umsonst sind wir selber ja Preisträger des großen Preises des Mittelstandes als Stadt Markranstädt. Und es zeigt ja, dass wir eine besonders gute und intensive Beziehung pflegen wollen und auch tun. Und weil es ist ja ganz wichtig, dass wir immer auch den Input von der anderen Seite bekommen und überhaupt erfahren, was die Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen. Denn wenn wir uns ausdenken, was die brauchen, heißt das nicht unbedingt, dass sie es wirklich brauchen, sondern man muss da den Dialog haben und man muss wissen, was das Gegenüber denkt, welche Zukunftsvisionen auch dieser Unternehmer hat, was er braucht. Nur dann können wir gemeinsam etwas erreichen. Gesunde mittelständische Betriebe, die einfach dafür sorgen, dass die Wirtschaftskrisen an uns relativ glimpflich vorbeigehen. Und das ist ein großes Lob, was man den Unternehmern raussprechen muss. Familiengeführte mittelständische Betriebe sind einfach, nach meinem Dafürhalten, ist es das Konzept auch für die Zukunft. Wir wollen eben keine große Firma, von der wir alleine abhängig sind, sondern wir wollen gute, gesunde mittelständische Betriebe, die ein ganzes Portfolio von Leistungen bieten und uns interessant machen, eben auch für Kundschaft von außen. Die Mischung macht's und die ist in Frankenheim mehr als ausgewogen. Ein positiver Umstand, von dem nicht nur die ansässigen Firmen profitieren. Mobau GmbH Halle, Niederlassung Leipzig. Regionales Familienunternehmen, in Frankenheim wirtschaftlich tätig seit 2008.
Die Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden im Gewerbegebiet Frankenheim ist problemlos. Wir sind sehr zufrieden, viele Gewerbetreibende als unsere Kunden schätzen zu dürfen. Die Mobilhalle hat 2008 den Baustoffhandel Müller Baustoffe übernommen, erweitert, ausgebaut. So zum Beispiel unser Nachbargrundstück wurde erschlossen, beziehungsweise die Lagerkapazitäten wurden erweitert durch die Lagerzelte, durch die Hochregale. Die Büros wurden ausgebaut, um für unsere Kunden präsenter zu sein. Vorteil hat das Gewerbegebiet für uns, da es breit gefächert ist. Ja, ob jetzt nun direkt von der Fensterherstellung von unseren Nachbarn ist oder eben über die LKW. Dadurch ist auch das Gewerbegebiet bekannter geworden, sag ich mal. Wir werden unsere Kunden in Sachsen-Anhalt und Sachsen eben beliefert. Für uns als Mobilhalle ist es wichtig, sag ich mal, nicht nur große Firmenkunden zu beliefern, sondern wir sind auch breit gefächert in unserem Sortiment und freuen uns auch über die Privatkundschaft. Und gerade für die Markranstädter ist es wichtig zu wissen, dass hier in Frankenheim eine Möglichkeit besteht, für ihr Grundstück vom Fundament bis zum Dachziegel alles Mögliche zu erhalten. Firmen kommen und gehen. Neue Geschäftsmodelle entwickeln sich innerhalb der Produktionshallen. Der Kurs in Frankenheim geht in Richtung Wachstum in allen Bereichen. Böllhoff GmbH und Co. KG, internationales Familienunternehmen, mit Niederlassung in Frankenheim seit 1995. Heute hier im Schnitt so 45 Mitarbeiter. Wenn ich zurückdenke vor 20 Jahren, ich bin selbst hier 1995 mit dem Gebäude hier gestartet im Unternehmen, da waren wir so rund 25 Leute, also schon eine gute Entwicklung in den letzten Jahren. Böllhoff hat mittlerweile 2700 Mitarbeiter weltweit. Aber das Gute ist, man spürt diesen Charakter des Familienunternehmens. Die Mitarbeiter haben eine unheimlich gute Beziehung zueinander. Die Hierarchiestufen sind recht flach. Es werden schnelle Entscheidungen getroffen. Die Böllhoff-Gruppe mit mittlerweile 40 Standorten in 24 Ländern weltweit. Für diese Gruppe ist der Standort Gewerbegebiet Frankenheim nach wie vor sehr wichtig, weil wir hier mitten in Ostdeutschland vermutet haben, dass sich dort die Wirtschaftszentren sammeln. Wir erleben das heute. Es ist tatsächlich so, dass wir viele Automobilisten vor allem vor Ort haben. Wir haben den erstarkenden Maschinenbau, der sich in der Chemnitzer Region manifestiert. Wir haben hier in Leipzig viele große Produktionen und Industrieunternehmen. Und ich glaube, mit dieser Entscheidung waren wir genau richtig. Von hier aus beliefern wir mittlerweile alle relevanten Industrie- und Fertigungsproduktionseinheiten in Ostdeutschland. Und das auch mit modernsten Mitteln mittlerweile. Mit unserem RFID-Ecosit-System ist die Schraube in jeder Fertigung weltweit immer vor Ort. Vom Standort hier sind wir mittlerweile an unsere Grenzen angekommen. Wir haben uns mittlerweile schon angesiedelt in anderen Firmen, zum Beispiel bei der Firma Buderus. Für unsere Niederlassung wäre es wichtig, dass wir hier auch noch viele Unternehmen in die Region bekommen, die vor allen Dingen produzierendes Gewerbe darstellen. Denn das sind unsere Kunden. Überall, wo geschraubt wird und wo produziert wird, da sind unsere Kunden, da sind unsere Bedarfe. Und je nachdem, wie viele Kunden wir haben, umso sicherer ist unser Standort hier in der Region. Verschiedene Branchen, diverse Anforderungen, unterschiedliche Kundenkreise. Doch in einem Punkt treffen sich alle wieder. Nachwuchs. Alle brauchen ihn. Nicht nur Mutter- und Tochterfirmen, auch Väter und Söhne, wie Frank und Sohn.
Frank Fahrzeugbau GmbH mit der Frank und Sohn Fahrzeugteile Handel GmbH. Mittelständisches Familienunternehmen. Seit 1992 daheim in Frankenheim. Das Thema Ausbildung ist für uns das Elementarste überhaupt im Blickpunkt auf die Entwicklung der Firma. Ohne einen guten Ausbildungskonzept für unsere Lehrlinge in den verschiedenen Bereichen, die wir unserer Kundschaft anbieten, nämlich Fahrzeugbau, Kfz-Mechatronik und auch Lagerwirtschaft, könnten wir den Fortbestand der Firma und die Entwicklung und die Qualität nicht sicherstellen. Und von daher ist eine permanente und kontinuierliche Ausbildung ein ganz entscheidendes Instrument, um dieses Ziel zu verwirklichen. Die Zukunft liegt in der Jugend. Also als Unternehmen muss man auch ständig ausbilden, ständig neue Lehrlinge finden, die unsere Qualität mittragen. Und da muss man sagen, Kraftfahrzeugmechatroniker ist Gott sei Dank auch ein Beruf, so ein Traumberuf für einen Jungen. Und da fällt es uns nicht ganz so schwer, junge Mitarbeiter oder Lehrlinge Auszubildende zu bekommen. Wir haben insgesamt weit über 100 Lehrlinge in unseren 52 Geschäftsjahren ausgebildet, die mit zu den Besten zählen. Wir hatten auch schon einen Mitarbeiter, der den zweiten Platz als Bundessieger gemacht hat von den Auszubildenden. Also wir legen schon viel Wert auf gute Qualität von Lehrlingen und haben momentan aktuell 11 Lehrlinge hier am Standort in Frankenheim. 25 Jahre Gewerbegebiet Frankenheim steht für Chancen nutzen, Herausforderungen meistern, Arbeitsplätze schaffen, Nachwuchs fördern, Investitionsfreude, unternehmerischer Weitblick, Potenziale und Synergien nutzen. Und in Zukunft? Was die Zukunft bringt, hängt natürlich stark von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Wir wachsen weiter und haben auch schon in Planung, dass wir noch eine Erweiterung vornehmen möchten. Also wir wollen uns auf jeden Fall hier weiter etablieren an diesem Standort. Es ist so geplant, dass die Mobile Halle weiterhin in Frankenheim den Standort erhalten bleibt. Im Schienenfahrzeugbau weiter Kunden anzusprechen und die Entwicklung, die sich da vollzieht, eben mitgehen zu können. Und das wird die Zukunft für Autolack Petzold. Ich denke, wenn wir das in den Griff bekommen, dass dort die Datenautobahn ausgebaut wird, dann wird dieses Gewerbegebiet nicht nur in den nächsten 25, sondern ich denke auch in den nächsten 50 Jahren Bestand haben und die dort ansässigen Gewerbebetriebe sagen, hier in Markranstädt, in Frankenheim, das ist das Gewerbegebiet mit den größten Zukunftsaussichten.